schickes Teil. Wir werden auf keinen Fall Aufnahmen liegen haben. Einfach mal ein Gruß an alle Anwesenden hier. Wir sind heute gekommen, um mit euch zu plaudern. Alle finde ich hier. So, und wenn ihr hier seid, dann könnt ihr euch ja mal bemerkbar machen. Ne? Hat dein Headset gerade gesprochen? Ja. So, die Suchung war gerade erst losgegangen. Es ist halt wenige Kilometer vom Parkplatz bis zu dieser Burg am Ukleisee. Und deswegen habe ich ja gedacht, bevor wir da sind, vielleicht einmal vorstellen, damit die Entitäten sich zeigen, weil sie ja nicht wissen, wer wir sind und was wir vorhaben. Erstaunlicherweise war die Headcam, die ich schon mal zu Anfang der Untersuchung im Auto schon angemacht habe, schon eine sehr, sehr starke EVP drauf gewesen. Das heißt, scheinbar haben sie gewusst, dass wir kommen, oder sie haben auf jeden Fall gewusst, was wir vorhaben. War auf jeden Fall sehr, sehr stark. Die zweite EVP war auch relativ schon am Anfang gewesen, bevor wir gesagt haben, was wir denn genau hier vorhaben und was wir genau machen möchten. Und da war halt das Wort Wache zu hören, also die alte Leibgarde des Königs, des Adels zum Beispiel. Aber ich habe mir das Ding mal so modifiziert jetzt. Einfach im Kopf hängt. So. Und wenn ich jetzt irgendwann glaube, dass was vor mir ist, kann ich mir das Ding nehmen. Da steht immer gleich einsatzbereit, weißt du? Und Katzenmeter natürlich auflaufen lassen. Dann möchtest du das haben. Du bist ja K2-Fan. Das Ding filmt jetzt den See, oder was? Ja. Dann können wir auch schon mal weitergehen, oder? Oder wollt ihr eine Sitzung machen direkt? Können wir machen. Mhm. Wenn wir gleich hier sind. Mhm. Und vor allem können wir auch noch hinsetzen. Dann haben wir auch diese blöden Laufgeräusche nicht. Willst du sitzen? Nee. Nee? So, was muss ich sagen? Ich stelle immer ich mache mal an, dann stelle ich eine Frage, dann stellst du eine Frage, dann er. Und dann hören wir uns das immer nach jeder Frage. Lasse ich immer noch so circa 10 Sekunden weiter laufen, das Aufnahmegerät, und hören wir uns das direkt ab. Falls wir was hören, ne? Ja. Siehst du irgendwas? Nö. Irgendwie nur wieder komisch, so mitten am Abend alleine im Wald zu stehen. Wird nichts Besonderes. Na gut. So, wir drei sind heute Abend gekommen, um mit dir zu reden. Ist irgendjemand anwesend, der uns hören kann, dann sage mir mal bitte ein Wort auf dieses Aufnahmegerät. Dann pass das mal ab. So, wir drei sind heute Abend gekommen, um mit dir zu reden. Ist irgendjemand anwesend, der uns hören kann, dann sage mir mal bitte ein Wort auf dieses Aufnahmegerät. Okay, dann jetzt du. Ich hab nichts zu sagen.
ist jemand anwesend. So, jetzt hatten wir nicht auf dem Audi-Recorder, sondern auf der Headcam eine sehr interessante EVP, eigentlich sogar zwei Stück hintereinander. Es ist dieselbe Tonlage, es könnte sich hier auch um elektronische Verzerrung handeln, die sprachähnliche Geräusche verursacht. Das gibt es tatsächlich, ist selten. Es kann sich hierbei natürlich darum handeln, weil man nicht genau versteht, was gesagt wird. Ich habe daraus verstanden, sie bla bla bla, sie gucken. Sollte sich hierbei wirklich um eine EVP handeln, wäre es eine sehr, sehr starke Evidenz. Magst du die Leute, die hier immer spazieren gehen? Rauchen klingt immer lustiger. Warte mal, hier war eben so ein kleines Knacken drauf. Mhm. Das muss natürlich nichts heißen, ne? Ist ein Wald. Ja, klar. Hast du wirklich keine Frage? Nein, ich muss mich erstmal hier sondern. So, sondern, ich dachte Sonnen. Ja, Sonnen. Ich streite mich an mit der Taschenlampe. Hast du eine Frage? Aktuell nicht. Okay. Ich weiß mal ein Experiment machen. Mach du mal die Augen zu. Mhm. Und du guck mal, also zeig mal auf die Richtung, wo du jetzt, wenn jetzt jemand hier wäre, wo glaubst du, ist jetzt jemand? Also wo vermutest du jemanden oder spürst du jemanden? Soll ich jetzt hinkommen? Nee, Johanna. Ich glaube, ich bin blind. Entschuldigung. So, jetzt kannst du deine Augen wieder aufmachen. Wenn du einen Geist wahrnimmst, oder wo würdest du einen Geist wahrnehmen jetzt? Wo vermutest du ihn? Also wenn du jetzt gerade deine Intuition hast, Augen zu, zeig irgendwo hin, wo du glaubst, wo jetzt was ist. Also jetzt habe ich die Augen mal zumachen. Wie bitte? Ich will die Augen mal zumachen. Nee. Zeig jetzt mal aus deiner Intuition her, auf die Ecke, wo du jetzt einen Geist vermutest. Weise, nämlich, ich habe es nicht gemacht, weil ich wissen wollte, ob ihr auch vor uns. Also, weil ich habe nämlich eben gedacht, irgendwie fühlte sich das ein bisschen beobachtet von vorne an. Und Johanna hatte auch in diese Richtung gezeigt. Ich habe ein paar Fotos machen. Das ist übrigens die Bokuine, ne? Das hier? Also, Bokügel, genau. Und noch hier war man der. Ich glaube, ich meine Brücke, wie das aussieht. So, hier ist ein guter Ort für mich.
man nimmt. Nee, FSK 2. Was sagst du? F. Was F? F. Einfach nur F. March? Also März? Das ist gar nicht mal so ungemütlich, muss ich sagen. Fällt aber jetzt nicht runter, bitte. Slam. Last. Was kam jetzt nochmal in Reihenfolge? März? Oh. Ich glaube erst März, dann noch irgendwas anderes. Slam. Hide. Hack. Umarmung. Sold. Also einen Zusammenhang erkenne ich jetzt nicht. Light. Light oder light? Light. Das ist ihm dein Licht zu hell. Was ich zuhalte. Live. Jetzt kommt live. Hast du gerade gesagt. Geise. Da steht. Wild. Willst du, dass es leise ist? Oder sollen wir leise sein, damit wir dich hören? Waren hier Soldaten? Ich meine, das war immerhin eine Burg. Bist du ein Soldat? Du bist ja wirklich auch, dass du schlafen würdest. Ich habe das Gefühl, es ist eine gute Idee, wenn wir die Kamera da auch nicht verschießt sehen. Afrika. Afrika? Ja. Du bist ja weit weg von zu Hause, wenn du aus Afrika kommst. Ich meine, Holger, kannst du dich erinnern, wir hatten letztes Mal auch Afrika. Video. Company. Er sagt Video. Mhm. Stört dich das? Bist du videoscheu? Down. Du hast dich gerade geduckt. Magst du mich? Run. Von was? Von der Wegrennen. Warum soll ich wegrennen?
Wovor soll ich wegrennen? Soll ich von hier wegrennen? Zwar noch ein K2 halten. Ja. Ich bin ganz gut, wenn man mit zwei K2 arbeitet. Also von einem zum nächsten muss man dann nicht. Greater. Greater. Greater? Female. Female. Was meinst du mit Spot? Spot ist ja so, quasi, was wir hier machen, ist ja quasi ein Spot. Ja. Wertel. Wertel. Was ich meine, ist immer dasselbe. Total komisch. Hatte eben einen Ausschlag auf 4 oder 5 gehabt. Bist du zufällig interessiert an meinen Geräten, die ich mitgebracht habe? Findest du die interessant? Warte. Aber ich finde irgendwas hellere K2. Du sagst, es soll wegrennen. Aber ich will jetzt nicht wegrennen. Du sollst jetzt fliegen. Fliegen? Ja. Fly kann aber auch sowas wie fliehen bedeuten. Ja, also. Fliegen kann ich auch nicht. Kannst du mir mal ein Gefühl geben? Oder kannst du mir sagen, warum ich fliehen soll und warum ich wegrennen soll? Vor allem sagst du das immer, wenn ich hier stehe. Das erste Mal auch. Kannst du mir erklären, was du damit meinst? Ist das eine gut gemeinte Warnung davor, dass ich da reinfallen könnte? Ist das gemeint als eine Art Drohung? Ich möchte es vor allem verstehen. Was möchtest du mir sagen? Spring. Frühling. Bist du ein Reisender gewesen? Ich stehe jetzt wieder hier. Hast du mir etwas mitzuteilen? Also wenn wir jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass die Antworten, die wir über die Ovilus erhalten haben, tatsächlich vom Geist sind,
dann sagt uns das schon eine ganze Menge über seinen Charakter aus. Denn anscheinend fand er es wirklich ziemlich unangenehm oder unhöflich von mir, dass ich mich einfach in die Mitte des Burghofes gestellt habe, also in den Burgfried. Denn damals, sowas im Mittelalter, die Burg ist ja auf 800 bis 1300 datiert, da spielte ja sowas wie Ehre oder Höflichkeit noch eine ganz andere Rolle. Und wir hatten ja auch nicht um Erlaubnis gefragt, die Burg betreten zu dürfen. Und als ich mich dann tatsächlich ein bisschen zurückgerudert bin und gefragt habe, also hast du mir etwas mitzuteilen, also wirklich sehr höflich geworden bin, da hat er dann auch gesagt, Better. Nee, mit OO. Ist Dor? Ist Dor mit OO geschrieben? Echt? Scheiße. Ja. Man kann ihn. Also wie der Schläger oder Fledermaus? Also die oder die? ET. Ach so, wie schön wie das Bett. Also. Kann er jetzt gerade Schritte? Nein? Ich höre, dass es so gut, dass das Ding direkt auf dem Ohr hat. Wieder jetzt auch da sind ja auch Wohnhäuser. So, jetzt folgt eine sehr interessante Szene. Wir hatten eben das Gefühl gehabt, dass dort Schritte waren, beziehungsweise hatten wir das Gefühl gehabt, dass da irgendwo Leute rumlaufen. Wir hatten das Gefühl gehabt, Stimmen zu hören. Und jetzt folgt auf dem Video eine EVP und dann sieht es aus, als ob irgendwas sich an Johanna heften würde. Schaut es euch an. Im Anschluss davon hatten wir uns sehr viel Zeit genommen für eine EVP-Session, hatten alle möglichen Fragen gestellt, was er möchte, wie er heißt, halt diese grundlegenden Fragen, um zu klären, welche Entität man vor sich hat. Aber wir hatten halt viel zu viel Störgeräusche. Wir hatten Fische, wir hatten Vögel und wir hatten sehr viel Windgeräusche. Wir hatten sehr viele Geräusche von zum Beispiel abknickenden Ästen oder halt hinten aus der Stadt. Das heißt, wir konnten wirklich keine EVP wirklich einen Geist zuordnen. Es hätte immer aus einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit heraus ein anderes Geräusch sein können, das halt nur klang wie ein EVP. Deswegen können wir leider nichts von dieser EVP-Session jetzt gerade nutzen. Du hast eins, ich habe eins. Also jetzt sagen wir einfach, ich bin ja, du bist nein. Ich meine, das ist eine relativ gute Methode, eigentlich nur mit uns zu kommunizieren. Also, dann stellen wir immer abwechselnd Fragen, würde ich sagen, wenn ihr welche habt. Und dann soll er halt immer ausschlagen lassen, ob es ja oder nein ist. Kein Ausschlag ist nein. Und ein Ausschlag ist ja. Was rede ich denn da? Ich habe auch gesagt, ich bin ja, du bist nein. So. Ist besser als Ausschlag ausbleiben. Das kann auch einfach Zufall sein. Also bin ich jetzt ja oder ich bin nicht nein? Du bist jetzt nein. Ich bin nein, okay. Dann sag mal, bist du weiblich? Kamera nachher sehen kann, ne? Und genau so ein bisschen schräg.
Habe ich dich verwirrt? Also den einen oder anderen dürfte nicht entgangen sein, dass da gerade ein Orb durchs Bild geflogen ist. Hier einmal kurz im Standbild der Orb von eben zu sehen. Ist mir mittlerweile nur allzu gut bekannt. Es handelt sich hierbei um eine Motte, die bei ca. 50 Bildern pro Sekunde durch das Bild durchfliegt. Deswegen in drei Bildern abgebildet und halt relativ verschwommen und mit drei dicken Punkten. Du kannst auch die Fragen stellen, wir sind einfach nur noch Ja und Nein. Das können wir auch machen. Bist du überhaupt noch da? Mich irritiert das Blinken die ganze Zeit. Sollen wir weitergehen? Es gibt Leute, die mögen das nicht, aber wäre es für euch okay, wenn es euch anfasst? Nee. Nee? Nee. Okay, verstehe ich. Und bei dir? Willst du das okay? Weil sonst würde ich einfach mal sagen, ich gebe einfach mein Okay. Wenn du mir Emotionen geben möchtest, kannst du das gerne tun. Stell mich zur Verfügung, du kannst es gerne machen. Kannst du es gerne mal mit mir versuchen und mir deine Emotionen geben, die du jetzt gerade hast? Du hast ja? Also ich weiß, dass dieses Öffnen des Verstandes, dieses Anbieten der eigenen Energie oder das Teilen der Emotionen eine sehr umstrittene Sache ist. Aber ich persönlich denke, dass der Geist das in allemal kann und die Emotionen, also die er ohnehin geben kann oder die Energie abziehen kann, aber die Geister es eben ungern tun oder halt eine Hemmung haben. Deswegen habe ich halt hier meine... Also ist mal angeboten und gerade in dem Moment, wo ich es anbiete, kommt danach ein sehr heftiger EMF-5-Ausschlag bei Holler, der quasi Ja dargestellt hat. Es fühlt sich tatsächlich so an, als ob der Geist erst nach meiner Energie die Möglichkeit hatte, die K2-Meter überhaupt richtig ausschlagen zu lassen. Wenn du was gemacht hast, ich habe nichts gefühlt. Kannst du dich mal vor mir zeigen? Ich würde jetzt einfach mal ein Foto von dir machen, wenn das okay ist. Und wenn du dich zeigen würdest, wäre das sehr nett von dir. Erkennung ausgeschlagen. Aber heißt ja nicht immer was. Gerade bei Dunkelheit. Stehst du gerade bei Holla? Also das ist der... Das ist Ja. Du willst gerade die Kamera auf. Noch auf.
Können wir, wenn wir leise sind, können wir auch eine, das mit dem Funkmikrofon machen. Da können wir wirklich sehr, sehr doll den Ton verstärken. Kann ich machen, oder? Ist irgendetwas hier heute Abend, etwas, das mit uns sprechen möchte, dann... Das meine ich. Ja. Dann sprechen Sie mal bitte deinen Namen auf dieses Mikrofon da hinten. Halt mal die Fresse! Wo bist du gerade? Bist du überhaupt noch hier? Wo soll er weggehen? Weiß ich nicht. Ich habe einen anderen vielleicht auch eine Person, das ist mit irgendwas anderes zu tun, keine Ahnung. Oder ein anderes Interesse. Also. Kannst du mal die Taschenlampe flackern lassen? So in etwa zeitgleich zu dem eben gezeigten Video ist im Prinzip dieses Foto entstanden durch die Wildkamera. Es sollte das einzige Foto bleiben, aber es ist interessant, dass überhaupt ein Foto zustande gekommen ist. Denn es macht nur ein Foto, wenn in einem gewissen Sektor, also in einem gewissen Messbereich, die Wärme oder Kälte sich so rapide verändert, dass halt daraus schließen lässt, dass dort ein Lebewesen durchgelaufen ist, wie zum Beispiel ein Tier. So, es braucht auch eine gewisse Größe, das heißt, so ein Insekt könnte das zum Beispiel nicht auslösen. Das gerade? Die Person habe ich aber angekündigt. Siehst du, das meine ich halt, guck mal. Jetzt sagt er hier auf der Kamera 27 Grad. Die läuft, die ist warm. Ja? Was denn? Ja, irgendwie. Ja, irgendwie. Hier ist irgendein Apparat, der war mit einem Schnack drin, aber das ist. Ja, die Kamera schnackt in den Augen. Ja. Ja. Schnackt deine Headset-Kamera oder so? Nein. Die Sachen nicht. Nee, doch. Nein. Jetzt hast du was gesagt. Ja, was sagst du denn? Nee, aber die ganze Zeit ist das hier. Also das Phänomen der Geisterstimmen gibt es ja durchaus an mehreren Locations, wo man quasi was hat wie ein EVP, aber die man durchaus mit einem bloßen Ohr hören kann. Es ist natürlich möglich, dass sich hier ein Gasthof in der Nähe befunden hat, dass diese Stimmen vom Gasthof teilweise über mehrere hundert Meter getragen werden können, wenn der Wind richtig steht, da der Ugler sich ja auch in einer Talsenke befindet. So ist es also durchaus möglich, weil die Anzahl der Stimmen, die wir gehört haben, war schon sehr hoch und waren teilweise auch so deutlich, dass wir tatsächlich mit einer Wärmebildkamera nach echten Personen gesucht haben. Ich brauche irgendwie überhaupt kein Bild.
Bedürfnis, gleich weiterzulaufen. Nee. Und wieso? Keine Ahnung, ganz komisch. Mich verunsichert ja auch, dass wir letztes Mal um diese Uhrzeit hier noch Spaziergänger gesehen haben. Mit den Hunden, Taschenlampe, aber ich würde, also ich gehe abends mit meinen Hunden nur an der Straße spazieren. Weiß nicht, ist hier vielleicht gerade irgendwas Interessantes im Fernsehen oder so? Ich habe 0:15. Na, ich muss das mal aufnehmen. Also, jetzt lässt es wahrscheinlich nicht mehr ausschlagen, oder? Stell das Ding doch erstmal hin. Kannst du das nochmal ausschlagen lassen? Ich guess, muss irgendein Tier da rumjaulen, ne? Ob er das denn ausschlagen lässt. Nö. Nö. Hä? Jetzt wieder. Okay. Hast du irgendwas in der Tasche? Ja, nein, nie, was der Flugmodus ist. Da ist nichts. Nimm mal das Handy. Lol. Das Handy ist hier. Das siehst du. Hier. Nix. Nöscht. Hier auf der Seite ist dieses Aufnahmeteil. Ja, anteilig. Einmal Aufnahmeding, ne? Das Aufnahmegerät ist komplett lokal, das hat keine Internet. Ja, aber das ist ja merkwürdig. Hä? Das ist ja interessant. Also woran das jetzt liegt, keine Ahnung. Kannst du nicht sagen. Und das zeigt 0,0 an. Also hier. Das ist nix. Das ist echt eigenartig, gerade mit dem K2, ne? Ja. Immer mein K2 jetzt Kontrolle. Na, halt mal Beine hoch. Warte mal, kann ich... Halt mal Beine so an die Brust. Ja, was sagt ihr dazu? Ist gerade nicht viel. Nur mal als Test, ne? Das vielleicht ist das, wenn er sehr viel überträgt, aber das scheint daran auch nicht zu liegen. Ja. Vor allem ist es auch wirklich immer nur ganz kurz gewesen und dann ist wieder weg. Ja, phasenweise, ne? Das ist ja schon eigenartig. Da steht jetzt immer wieder drin. Ja, da kam eben mal wieder was.
dir eine Frage. Bitte? Ja, hast du ihn das platzweise aufschlagen lassen, wäre meine? Mehr so ein Wawa. Genau. So, allerhöchstens mal draus verstehen können. Bist du die freundliche Person, mit der wir eben geredet haben? Get down? Hast du Get down gesagt? Stimme finde ich interessant. Bist du eine Frau? Bist du Andy? Andy war auch noch, ne? Ja. Bist du Andy? Sobald ich das auf mein Bein lege, ist es auf einmal immer eine Antwort, oder? So, da kommt's mir nicht vor. Habt ihr noch eine Frage? Bitte? Habt ihr noch eine Frage? Kannst du den Namen von einem von uns bitte sagen, wenn du ihn kennst? Komische Geräusche, ne? Kannst du mir bitte deinen Namen verraten? Ja, und so haben wir uns wieder auf den Rückweg begeben und die Untersuchung ist quasi an dieser Stelle zu Ende. Jetzt einmal noch ein kurzes Fazit. Wir hatten ja sehr, sehr viele schöne EVPs bekommen. Wir hatten eine eigentlich relativ hohe Aktivität an diesem Ort. Aber als wir dann nachher bei der Spiritbox Session waren und wir gefragt haben, so was wir noch wollten, da kam halt wirklich nur noch zweimal Haut ab. Und dann hat er sich gar nicht mehr geäußert, in keinster Weise. Das heißt, weder über die Spiritbox noch über EVPs oder K2-Ausschläge oder hat irgendwas bewegt oder Klopfgeräusche, er hat wirklich nichts mehr gemacht. Und da sieht man mal wieder, wenn die Geister nicht mit einem reden wollen, dann reden sie nicht mit ein. Und deswegen hatten wir uns auch dazu entschlossen, allein schon wegen der Uhrzeit wieder zurückzufahren. Im Großen und Ganzen fand ich dann Fazit der Untersuchung, dass die
Entitäten, die wir an diesem Tag da hatten, sich tatsächlich hauptsächlich über EVPs geäußert haben. Das heißt, ohne die EVPs und die paar guten K2-Ausschläge hätten wir in dieser Location quasi keinen Hinweis auf Geisteraktivität gehabt. Also im Großen und Ganzen fand ich das wirklich sehr, sehr spannend, die Location. Wir hatten halt sehr schöne EVPs und auch das Experiment fand ich sehr interessant, dass er meine Energie mitbenutzen darf und wir in Anschluss darauf eine sehr hohe Aktivität hatten. Insgesamt wirklich ein sehr ruhiger Ort, das heißt, es war keine Location, wo sich wirklich Schlag auf Schlag alles ergibt, sondern das war wirklich ein, wir nehmen uns Zeit, wir setzen uns hin und reden gemütlich mit denen. Das ist zeitweise sehr, sehr angenehm, gerade wenn man mal düstere Entitäten hatte, wirklich mal so eine ruhige Entität zu haben an einem so, ja, beruhigenden und schönen Ort wie den Ucklersee. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin, macht's gut.